Moin Möhre. Da sind wir mal wieder. Oh. Nee, das wäre keine gute Idee. Ewig nicht gesehen. Tag. Heute wieder mit FIFA. Keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Ich hab's voll verlernt. Da sieht man ja. Bochum, da hätten wir auch mit der B-Mannschaft spielen können. Es ist so scheiße, angerichtet. Ja, freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfus und Frank Buschmann. Ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird sehr Bodde. Da will er den Ball mit viel Gefühl lupfen, aber er kommt nicht richtig drunter. Und dann stimmt die Flugkurve nicht und der Keeper hält. Lucia. Er versucht es auch immer noch. So, wollte einen Ball bringen. Das ist aber Tschüss zu bringen. Und den Ball hält der Torhüter fest. Borussia Mönchengladbach kann heute auf den Auswärtserfolg aufbauen, als es gegen den FC Schalke 04 ging. Und ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund, warum sie heute nicht an diesen 3:1 Erfolg anknüpfen sollen. Jetzt Sven Bender. Eisfeld. Reinaldo. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Eisfeld. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt schießt er. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Nani! Der Ball geht an die Latte. Ball im Aus, Abstoß. Gestern war schön, heute ist Kacke. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Bender. Das war geil, ne? Und. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt Gelb. Ja. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Mario Götze jetzt. Das macht er sehr gut, klasse Tackling. Lucia. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Abstoß, da war keiner mehr dran. Schauen wir uns noch mal eine Aktion von ihm an. Und den Ball hat er sich geholt. Reinaldo. Ein toller Pass. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Will er ihm den Ball abnehmen. Einwurf.
Gonzalo Castro. Jetzt Götze. Da kommt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und Eckstoß. Reus! Meine Fresse! Der war so übertrieben leicht gewesen. So übertrieben leicht. Es sind schon so zwei so mega. Da verlieren sie den Ball. Reinaldo. Wieder eine Schuss bei mir. Und nun Raphael. Exzellentes Zweikampfverhalten. Das gibt Einwurf. Jetzt Sven Bender. Hummels. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Pass kommt nicht an. Jetzt wird es Einwurf geben. Bastians. Das gibt Freistoß. Celozzi. Reinaldo. Starke Flanke. Da kommt der Schuss. Super gemacht vom Torwart. Das gibt einen. Oh Mann. Reus. Schon wieder. Mal wieder. Komm, klopp mal einfach mal Hazard da oben rein. Eckball. Nani! Da passt es meine auf. Fresse, ey. Das gibt's doch nicht. Wegen der Nani den damit reingeprügelt. Geprügelt ist kein Wort mehr. Der Tor, da wäre so was voll im Tor gewesen. Jetzt werden wir da. Du brauchst mal das alles mit Götze. Der Schau aus. Und jetzt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Ich bin kein Aggression. Ja, natürlich. Dann bleib ich die ganze Zeit. Max Wachtel bestimmt. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Ja, das Spiel. Jetzt Raphael. Wendt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er schießt. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war einmal ganz nah dran. Eine ordentliche Leistung. Schussversuch. Fast die Führung. Celozzi. Souverän, er hat den Ball. Ja, bring ihn dich mal vor, wir haben dafür vorhin einen Foul bekommen. Oh, okay, der klar. Super. Terrazino. Jetzt müssen sie aufpassen. Lucia. Eisfeld.
Der Ball ist leichte Beute für die Verteidiger. Hazard. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Celozzi. Reinaldo. Heißfeld. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Terrazino. Das wird gefährlich. Hummels mit klasse Einsatz. Flanke verhindert. Bender. Die Gäste werden wechseln. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ich wollte so ein Bochum mal in Castro auslaufen. Reinaldo. Raphael. Vom Torwart. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Bah! Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Celozzi. Der Robbe. Heißfeld. Jetzt schießt er. Sie wollen die Führung, aber die Chance. Übergeben. Und jetzt haben sie den Ball. Wendt. Bender. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Nein, ich mach so einen Überschritt, aber ein Bruchmann ist das vor dem Kampf stoppen. Realismus. Gefährliche Flanke. Ach, kein Bochumer mit. Nani. Jetzt sind sie am Ball. Niemals. Nani müsste da alleine durchlaufen. Nani. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schuss. Tolle Aktion vom Tor. Beide Torhüter hier heute im Topform. Auch in dieser Szene geht der Ball nicht rein. Der hat nur Dörner, Schütter und den rechten Leben. Da kommt der Schuss! Oh. Tor, ganz stark gemacht! Jetzt kassiert er das erste Tor, aber trotzdem, er zeigt heute eine sehr gute Leistung. Das stimmt absolut. Bisher hat er klasse gehalten, alles rausgeholt, was rauszuholen war. Und zwischendurch müssen ihm die Verteidiger einfach auch mal helfen. Das erste Tor ist gefallen, überfällig, muss man sagen. Wer das hier macht, war nicht abzusehen. Beide Teams spielen gut nach vorne, erarbeiten sich einige Chancen. Und jetzt bin ich gespannt, ob es so weitergeht. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine Komm, also, lass nochmal wechseln. Götze kann rausgehen. Gotha, würde ich sagen. Oder Ritter, was meinst du? Hm? Gotha oder Ritter? Gegen Götze. Also. Nächste Schlussphase einstellen, Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Onur Bulut. Hazard. Und Gonzalo Castro. Den Ball hält er gut. Und wieder gibt's eine Ecke.
der geht an die Latte und zurück ins Feld. Was? Der Rotte. Super Flanke. Da passt der Torhüter auf. Was? Entscheidet ein Standard heute das Spiel. Es gibt Ecke. Und hier die beiden Teams im Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. Der Ball wurde weggefaustet. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Hazard. So, drei Minuten sind noch zu spielen jetzt. Terrazino. Sven Bender jetzt. Er zieht ab! Ach, der war wirklich knapp und das bei dem Spielstand. Schießen wird. Chaka. Und er schießt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Gonzalo Castro. Der Ball geht an die Hand abgeschnitten. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Das Spiel endet. 7-7, würde ich sagen, ne? Warte mal, wo haben wir es hier? Oscar Wendt hier. Er schießt! Der geht an die Latte und.